Ich begrüße jetzt bei mir im Studio Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Grüß Gott. Herr Strache, müsste diesen Umfragen nicht zufolge eigentlich Ihr dringlichster Weihnachtswunsch sein, dass diese Regierung zerbricht? Nein, den Wunsch hat man natürlich nicht, sondern man hätte den Wunsch, dass diese Regierung endlich für die eigene Bevölkerung arbeitet und nicht so, wie das der Fall war, noch vor den Christbaum sozusagen ein Steuerbelastungspaket der eigenen Bevölkerung zumutet, während man jährlich 2,3 Milliarden Euro an österreichischen Steuergeldern nach Brüssel überweist, während man überhaupt kein Problem damit hat, Milliarden an österreichischen Steuergeldern in Banken zu investieren. Da ist eine falsche Politik der Fall und ich sage, wir wollen inhaltlich die besseren Konzepte für eine gerechtere Zukunft auch entwickeln. Aber wenn Sie jetzt kein gutes Haar lassen an der Regierung von Rot-Schwarz, heißt das, dass Sie Ihre guten Umfragewerte auf die Schwäche von SPÖ und ÖVP zurückführen und nicht auf Ihre eigene Stärke? Mit Sicherheit ist es unsere Stärke, denn wir Freiheitlichen haben die richtigen Inhalte und die richtigen Themen und haben die Themenführerschaft in vielen Bereichen. Man sieht das ja. Wir sind heute die einzige ernstzunehmende Sicherheitspartei in Österreich. Wir sind die Familienpartei in Österreich geworden, weil wir auch in diesen Bereichen die besten Lösungsvorschläge haben, bis hin zu einem Familiensteuersplitting, wo österreichische Familien ab dem dritten Kind auch steuerfrei gestellt werden sollen. Wir sind heute in vielen Themenbereichen bis hin auch natürlich zu einer verfehlten Integrations- und Zuwanderungspolitik jene Partei, die die Themenführerschaft hat und wo die Menschen inhaltlich eine Wende, einen Umbruch wollen. Und wenn dem so wäre, dass unsere Inhalte die falschen sind, also dann müssten die anderen Oppositionsparteien gewinnen. Das tun sie nicht. Dieses Werben mit dem Anliegen für die Österreicher, wie Sie es gerade getan haben, das kennen wir und kannten wir schon von Jörg Haider. Die FPÖ war ja schon mal in der Regierung, wie wir wissen. Geendet hat das mit einem kapitalen Absturz, letztlich mit der Spaltung der Partei. Was haben Sie denn daraus gelernt? Ja, zum einen mit Sicherheit, dass ich die Fehler meiner Vorgänger nicht begehen werde. Und das hat ja damals auch zu dieser innerparteilichen Reform geführt im Jahr 2005, wo ich Verantwortung übernommen Welche habe Fehler für die Freiheitliche Sie? Partei. Ich sage Ihnen ganz konkret, es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass wenn wir, und ich sage das ganz klar, es muss unser Ziel sein, zur stärksten und bestimmenden Kraft in Österreich zu werden. Denn nur dann, wenn wir Rot und Schwarz auf unter 50% auch hinunterbringen, dann durchbrechen wir das rot-schwarze Proporzsystem. Heißt das Regierung nur als Erster? Das heißt, dass wenn wir zur stärksten und bestimmenden Kraft in Österreich geworden sind, dass man uns nicht mehr ausgrenzen kann und dass wir dann endgültig das rot-schwarze Proporzsystem auch überwinden. Und natürlich. Trotzdem heißt das, ein Heinz-Christian Strache wird es nur in einer Bundesregierung geben, wenn Sie Bundeskanzler werden? Schauen Sie, was ich versprechen kann, ist, dass wenn ich Zweiter werde, nicht den Dritten zum Kanzler mache. Das ist einmal das ganz entscheidende Prinzip, denn das würde nicht dem Wahlergebnis entsprechen. Und wenn man stärkste Kraft wird, dann ist das auch eine demokratische Legitimation für den Kanzleranspruch. Und genau das sind auch entscheidende Notwendigkeiten. Wir brauchen eine Stärke durch die österreichische Bevölkerung, damit wir endlich unser Land inhaltlich in eine bessere und gerechtere Entwicklung auch führen können. Trotzdem noch einmal, wenn Sie auf Platz 2 kommen würden, wie es zum Beispiel derzeit die Umfragen sehen, würden Sie sich zum Vizekanzler eines SPÖ- oder ÖVP-Parteichefs machen lassen oder nicht? Besteht ja auch die Möglichkeit, dass der Dritte dann mit dem Zweiten, nämlich mit uns, verhandelt und uns zum Kanzler okay. macht. Also, jetzt wird es kompliziert. Sollten, ja, aber wenn Sie die Möglichkeiten ausloten, dann sollte man alle durchgehen. Nein, wir wollen inhaltlich etwas durchsetzen. Und es ist nicht die Frage, mit wem, sondern es ist die Frage, ob überhaupt eine SPÖ oder ÖVP bereit sind, auch unsere richtigen Inhalte endlich zu erkennen, endlich bereit sind, auch von ihrem Irrweg abzugehen und bereit sind, mit uns ernsthafte Verhandlungen zu führen. Das ist ja bis dato nicht der Fall. Gut, Wahlen stehen ohnehin keine an im kommenden Jahr, zumindest nicht plangemäß. Schauen wir auf die Wahlen des vergangenen Jahres. Wir haben schon gehört, in Wien und Steiermark konnten Sie große Erfolge verbuchen. Weniger erfolgreich war die Bundespräsidentenwahl. Sie selbst haben in einem ORF-Interview mal gesagt, Sie wurden öfter darauf angesprochen von den Leuten, ob Sie nicht selbst kandidieren wollen. Sie haben damals Ihr Potenzial mit etwa 35% angeschätzt. Barbara Rosenkranz ist auf 15% bekommen. Hätten Sie es doch lieber selber machen sollen? Das war nicht möglich und in meiner Gesamtverantwortung als Bundesparteiobmann habe ich die wichtigste Wahl auch im Auge behalten und das war die Wiener Wahl. Und da haben wir mit 26% eine Verdoppelung zustande gebracht, das haben die absolute Mehrheit der SPÖ zu Fall gebracht. War Barbara Rosenkranz die falsche Kandidatin? Anders gefragt. Ja, wir haben erlebt, dass eine Persönlichkeitswahl, wo nicht die Partei zur Wahl stand, sondern eine Persönlichkeit wie Barbara Rosenkranz, dass der auch in einer diffamierenden Art und Weise Dinge unterstellt worden sind, die sie nicht gesagt hat. Und das hat ziemlichen Schaden ihr als Kandidatin zugefügt und hat ein nicht so gutes Ergebnis auch am Ende gezeitigt. Im Rückblick trotzdem, hätten Sie es besser selber gemacht? Im Rückblick zeigt es, dass man vor jeder Vernaderung und Diffamierung sehr, sehr behutsam Obacht nehmen muss und auch vor allen Dingen gleich dagegen halten muss. Denn das, was wir immer wieder erleben, ist,
ist doch eine sehr vehemente Diffamierung und Manipulation und auch Vernaderung gegen die FPÖ, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Aber das sagen Sie eh bei jeder Wahl, also auch bei den Wahlen, bei denen Sie gewinnen. Apropos selber machen, die FPÖ unter Jörg Haider und die FPÖ unter Heinz-Christian Strache haben eines gemein, sie sind sehr stark auf eine Position, auf eine Person zugeschnitten, zugespitzt. Sie sind Clubobmann, Sie sind Parteichef, Sie waren Wiener Spitzenkandidat, Sie werden wohl so wie schon bisher öfter auch Spitzenkandidat bei Nationalratswahlen sein. Man hat Sie auch gesehen auf Plakaten mit der angesprochenen Barbara Rosenkranz. Gibt's die FPÖ nur als One-Man-Show? Nein, ganz im Gegenteil, aber es lebt jede gute Firma und auch jede gute Partei lebt natürlich vom jeweiligen Chef und von der Spitzenpersönlichkeit, aber ich habe neben mir tolle Persönlichkeiten und diese Persönlichkeiten sind ja zuhauf vorhanden, ob jetzt in Wien der Club... Sehe ich aber nicht auf Plakaten. Ja, die werden Sie sehen, der Magister Johann Gudenus zum Beispiel oder auch in Oberösterreich auf dem Plakat gewesen, der Herr Landesrat Manfred Heimbuchner oder auch in Vorarlberg auf dem Plakat gewesen mit 25% in der letzten Landtagswahl, der Herr Dieter Ecker. Also Sie sehen, wie viele Spitzenpersönlichkeiten wir haben, die auch auf den Plakaten sichtbar sind. Gut, 2010 war auch das Jahr, in dem FPÖ und FPK erstmals zusammengearbeitet haben. Was hat Ihnen persönlich als Parteichef diese Zusammenarbeit gebracht, außer drei Leute mehr im Club? Ja, es zeigt, dass ich in meiner Verantwortung als Bundesobmann der Freiheitlichen Partei es geschafft habe, nach der schwierigen und schwierigsten historischen Situation der Freiheitlichen Partei im Jahr 2005 die Partei von 3% wieder zu einer, ja, zu einer dominierenden Kraft auch in Österreichs politischer Landschaft zu machen und die Zusammenführung des dritten Lagers, nämlich des freiheitlichen Lagers, auch damit wieder umzusetzen. Und das ist gelungen mit dieser Kooperation mit den Kärntner Freiheitlichen, wo wir heute in 9 Landesgruppen als freiheitliche Kraft stark positioniert sind in allen Landtagen und auch bundespolitisch, wie Sie selbst im Vorspann ja auch gezeitigt haben, heute mit 26% als zweitstärkste Kraft knapp hinter der stärksten Kraft der SPÖ ins Liegen gekommen sind. Aber stört Sie das nicht, dass ausgerechnet die stärkste Landesgruppe, nämlich die Kärntner, eigenständig sind? Das stört mich ganz und gar nicht, denn davon lebt ja ein Kooperationsverhältnis, dass wir eine Freiheitliche Partei Österreichs als Bundesdach haben und darunter im föderalen Prinzip Landesgruppen haben, die mit sehr, sehr guten Persönlichkeiten ausgestattet sind und im föderalen Prinzip sich in den Bundesdach FPÖ auch einbringen positiv. Ich möchte Sie noch kurz ansprechen auf diese Reise nach Israel, die wir auch schon im Beitrag gesehen haben. Es ist immer ein sehr heikler Besuch, wenn ein österreichischer Politiker nach Israel fährt, wenn er aus der FPÖ kommt, umso mehr. Was wollten Sie uns mit dieser Reise sagen? Dass es sich um eine Selbstverständlichkeit handelt, wenn man als stärkster Oppositionschef international auch natürlich den Dialog lebt und diplomatische Beziehungen lebt. Wir waren in Moskau, wir waren in der Duma, wir waren eingeladen in vielen Ländern der Europäischen Union, wir waren in Serbien, wir waren jetzt auch eingeladen in Israel und selbstverständlich lebe ich den Dialog und ich lebe auch das Gespräch und ich lebe nicht die Dialogverweigerung, wie leider Gottes sehr, sehr oftmals politisch motiviert gerade die Sozialistische Internationale uns auch immer wieder international versucht hat in den letzten Jahrzehnten zu vernadern. Ich möchte gerne über Ihre Reise auch noch sprechen. Das will ich Ihnen auch sagen, Frau Lorenz. Das gilt es auch zu durchbrechen, diese sozialistische Vernaderungspolitik gegenüber der FPÖ international, wo mit vielen, vielen Unwahrheiten auch operiert wird, bis hin leider Gottes auch zum Herrn Mutzikant in Österreich, wo wir erleben, dass der als sozialistisches Parteimitglied auch leider Gottes diese Politik fortsetzt. Also den Herrn Mutzikant lassen wir jetzt einmal raus. Sie haben mit europäischen Rechtsaußenpolitikern in Israel eine sogenannte Jerusalemer Erklärung gegen den fundamentalistischen Islam verabschiedet. Kann man das so zusammenfassen, dass es Ihnen bei Ihrer Reise mehr um eine Vorgangsweise gegen den Islam als um eine Geste gegenüber dem Judentum gegangen ist? Sowohl als auch, denn selbstverständlich haben wir einerseits eine Einladung zu dieser Konferenz gehabt, nämlich zum Thema Terrorismus und Islamismus. Und ich meine, das ist ja tagtäglich leider Gottes Thema. Blutige Jagd auf Christen in islamischen Ländern, die wir erleben müssen, wo wir auch aktuell, und ich habe heute auch einen Brief an die Frau Innenministerin gerichtet, wo wir aktuell von Seiten der Al-Qaida eine Todesliste haben, wo 15 Österreicher mit dem Tod bedroht sind, nämlich 15 christlich-koptische Menschenrechtsaktivisten und 5 österreichische Staatsbürger. Ich muss Sie unterbrechen, weil wir wirklich über unserer Zeit sind. Das ist eine Bedrohung der Islamismus, der uns heute im Herzen trifft, auch nach den Terroranschlägen in Stockholm. Wir müssen dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen und da wird weggeschaut. Zu diesem Thema sagen, die Frau Innenministerin hält dazu, wie Sie wissen, morgen eine Pressekonferenz. Wir werden natürlich darüber berichten. Wir sind leider weit über unserer Zeit. Ich hätte noch viele Fragen. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Dankeschön.